So. Genau. Hab erstmal kontrolliert, ob diesmal alles klappt im Stream oder ob wieder was falsch ist. Der Vibe ist jetzt immer nur Startbildschirm. Also, das hat gestartet, das Stream. OBS läuft stabil, die Verbindung heute. Noch. Läuft aber stabil. Ich habe 3 Matrix-Splitter. Da muss ich nochmal zu Dingsbums, zum Jedi-Tempel. Und ich habe ein fettes Schwert in der Tasche. Was ich verkaufen werde. Wobei ich kann das nutzen, komischerweise. Aber wenn ich ein Schwert ist, aufgewertet, das macht jetzt mit. Okay. Na dann. Gehen wir mal in den Story-Modus. So schnell stirbt niemand. Erledigt, schön. Upp. Ich will es immer noch hinkriegen, dass ich meinen Gefährten unter so einem Fahrstuhl begraben kann. Ich renne aber nie darunter, die Hunde. Die Hunde, die Schweinebacken. Ja, und selbst wenn ich mich da drunter. Wenn ich mich da drunter hinstelle, werde ich doch auch einfach nur hochgebackt. Kira, bleib da. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Ja, er kommt. Batsch. Luna passt. Du, danke für den Follow. Und jetzt fährt sie weg. Warum hast du da so eine laufende Miete? Das sind wir jetzt erst. Das hab ich schon seit. Och. Aber mal den Start zu wollen. Weil die schön aussieht. Ich muss halt erst mal selber dazu muss ich erst mal jemanden finden, der mir welche erstellt. Und selber ist man zu untalentiert wahrscheinlich. Leider ja. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Ich habe hier nämlich was vergessen. Einmal muss ich das da öffnen. Und dann muss ich mal. Okay. Schaut sie denn noch dazu? Nein, macht sie natürlich nicht. Vor 4 Stunden erstellt. Der Name kam mir nämlich sehr bekannt vor. Inwiefern? Na, Luna Fast Food. Ja? Ja. Habe ich noch mal kurz raus. Hat heute gefollowt. Vor 6 Tagen Lunar, haha. Vor 11 Tagen Lunar was here. Und die sind alle immer erst kurz vorher erstellt worden. Soll ich irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Radwände, hier gibt es Händler. So, die haben wir erledigt, die 8. Mach dir weiter kämpfen. Aber heute ist auf Tages nicht so viel los. 14 Spieler online? Ah, okay, hier muss ich schon hin, da will ich noch nicht hin. Kann auch wegen dem Update zusammenhängen, dass die alle erst updaten müssen und es vorher nicht gesehen haben oder sonst was. Boah, kann sein. Oder ist einfach noch zu früh für viele. Genug des Blutvergießens. Lasst uns professionell bleiben. Ich bin Wächter 1 vom Imperialen Geheimdienst. Diese Männer, gegen die ihr gekämpft habt, haben mir gedient. Was ist das denn für ein Name? Mein Titel verrät, wer ich bin. Jeder andere Name für mich wäre eine Lüge. Im Gegensatz zu dem, was General Vasatra glaubt, weiß ich schon seit einiger Zeit von diesem Außenposten. Eure bevorstehende Ankunft zwang mich zu sofortigen Maßnahmen. Mein Auftrag ist es, das Imperium vor Dr. Goderas Waffen zu schützen. Ich fürchte, ich kann ihn euch nicht überlassen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Der imperiale Geheimdienst bewertet bevorstehende Gefahren stets äußerst präzise. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich habe zur Vorbereitung eure Stärken und Schwächen analysiert. Ihr habt zugelassen, dass der gefallene Jedi Bengal Moore von Tython geflohen ist. Eure Treue zum Orden der Jedi ist zweifelhaft. Wovon spricht er? Ist das wahr? Das habe ich nie getan. Euer Streben danach, eure Taten zu verbergen, ist ebenso aufgezeichnet. Wie es der Zufall will, wird Dr. Godera schon bald in meiner Gewalt sein. Ihr habt bereits versagt. Die Macht ist mit mir. Ich werde Dr. Godera finden, genau wie euch. Wie ich sehe, ist meine Verstärkung endlich in Position. Wow. Eliminiert ihn. Voll die böse Verstärkung. Hey, mit uns sind immer live. Verdammte Imperiale, selbst der Tod ist zu gut für sie. Danke, dass sie diese Einrichtung befreit haben. Geschieht dem imperialen Abschaum recht. Bist du einer von Dr. Goderas Droiden? Was ist hier geschehen? Meine Bezeichnung lautet Remo.
Dr. Godera hat mich dieser Einrichtung zugeteilt. Primärfunktion: Feindüberwachung. Die Einrichtung wurde gefährdet, als republikanische Feiglinge auf Taris ankamen und jetzt von diesem imperialen Abschaum. Dein Erbauer ist in Gefahr. Kannst du mir sagen, wo er ist? Meine Programmierung verbietet mir jegliche Kooperation mit Nicht-Godera-Lebensformen, außer unter extremen Bedingungen. Dieses Kriterium ist nun erfüllt. Wächter 1 hat die Peilsignale dieser Einrichtung umprogrammiert. Er hat Dr. Goderas verschlüsselten Bioscan zu dessen aktueller Position verfolgt. Wenn das bei Wächter 1 funktioniert hat, wird es auch bei uns funktionieren. Der imperiale Abschaum hat den Zentralcomputer zerstört, um das zu verhindern. Ich muss ihn reparieren, während Sie die Peilsender außerhalb der Einrichtung zurücksetzen. Ich gebe Ihnen die Koordinaten der Peilsender, aber Vorsicht, draußen ist es gefährlich. Du reparierst den Computer und ich setze die Peilsender zurück. Jedi fallen laut Dr. Godera nicht unter die Rubrik republikanische Feiglinge. Jetzt weiß ich warum. Beginne Reparaturarbeiten an dem Computer. Kontaktieren Sie mich, wenn alle Sender neu gestartet wurden. Dann können wir Dr. Goderas Aufenthaltsort triangulieren. Falls Sie auf imperialen Abschaum treffen, vernichten Sie ihn bitte. Wie Sie mit republikanischen Feiglingen umgehen, überlasse ich Ihnen. Viel Glück, Jedi. Ach, dieser Droide, Alter. Dann gehen wir mal. Nach da oben. Oh, falsch. Genau dahin. Hier erste Mal T7. Das da, Altur Zock it on, dahin. Ich mag den Gefährten immer noch. Der macht so dämliche Geräusche, ey. So. Wenn du dann Launa hast, können wir ja mal nach diesem Team-Hologramm gucken. Ne? Können wir gerne machen. Was ist das? Gefallene Sterne, Auftrag im Transporter, wo unmittelbar nach dem Eindringen in die Atmosphäre von Mandalore. Nee, ich kämpfe nicht schon wieder gegen die. Nee. Was? Gegen die Mandalorianer schon wieder kämpfen. Ich kann schwer diese Mission machen. Ja, Helden 2 Missionen sind ja tägliche Missionen. Die nehme ich einmal an und danach nie wieder. Ich mach die jetzt auch nicht mehr. Das ist. Nee. Die Mandalorianer waren mir da ein bisschen zu. Ja. Sie waren vielleicht. Ja, sie waren nicht eigentlich. Ich fand sie nicht zu stark. Sie waren schwierig. Also man musste aufpassen, gegen wen und wie häufig man kämpft. Was zum Hacken? Also hier die Crew-Fähigkeit Hacken, die würde ich dir nicht empfehlen. Nö, ich hab ja Diplomatie, Biochemie, noch irgendwas. Wieso hast du... Nee, ich, warte mal, ich hab nur einen, Entschuldigung. Haben. Na, ja, ich hab das Video von einem Abonnenten gesehen, der hat 3. Entschuldigung, ja, ich hab nur eins. Ich hab nur Diplomatie. Ich hätte gerne 3. So war das. Weil ich hab momentan Hacken und du findest auf den Karten verteilt Geldkoffer.
Nee, kann ich nicht empfehlen. Es sind 50 bis 100 Credits drin auf Tages. Kriegst zwar. Gesehen davon, ich habe jetzt schon fast mein Maximum von 500.000. Weiß nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Kriegst, wenn du deine Gefährten losschickst, da kriegst du zwar ab und zu mal Stuff, aber naja. Muss man auch nicht. Das, was du von den Gefährten kriegst, sind Materialien, die du später zu Gegenständen wie Tränken, anderes zusammenbaust, Ike. Och, hab ich bis jetzt um alles verkauft. Also, nee, das sind Baumaterialien, mit denen man dann sich nützliche Items wie besondere Fähigkeiten und sonstiges herstellen kann. Auffrisch. Warum auch? So, 1 zu 3 erledigt. Ich werde das Hacken aber wieder wegmachen, weil das ist sinnlos. Da geh ich lieber wieder auf Schatzjäger, denn. Alter, was du da manchmal an Ausrüstung kriegst, ist ja. Boah, geil. Kannst du selbst die Gefährten richtig geil auftunen. Hier oben. So schnell stirbt niemand. So erschrocken. Ich hab einen scheiß Ruinen losgeschickt, um mir was zu besorgen, und auf einmal ploppt das Teil so auf. Da erschrecke ich mich aber auch manchmal. Ich passe gerade auf, dass ich so durchfahre, dass mich keiner angreift, und dann ploppt die Zacke da so auf. Nein! Doch angegriffen worden? Weiter in die Grave. Wir sind immer nur hinter irgendwelchen Übeltätern her, um ihnen eins überzubraten. Das ist ja ganz spaßig, aber nicht wirklich entspannend. Das aber was bei den Piraten zu hacken. Das gönne ich mir einfach mal. Das ist was Großes. Ja, das waren nur 200 noch was. Wow. Ich habe noch mal 3 Erkundungsquests gefunden. Scheiße. Viel Spaß. Ich habe halt wirklich nur die Hauptquest. Das kann ich mir sicher sein, die hatte ich vorher noch nicht, weil Erkundungsquest kann man nur einmal machen. So, das hier. Mal ganz kurz hier wegrennen. Ich habe alle Peilsender zurückgesetzt. Funktioniert der Zentralcomputer wieder? Bestätigt. Beginne mit der Triangulation von Dr. Guderas Koordinaten. Diese Einrichtung hat ihre Nützlichkeit eingebüßt und meine Programmierung sieht keinen weiteren Befehl vor. Ich bin nicht sicher, wie ich vorgehen soll. Republikanischen Feiglingen zu dienen ist inakzeptabel. Doch ich bin unbewaffnet und kann keinen imperialen Abschaum bekämpfen. Vorschläge? Dr. Godera braucht jede Hilfe, die er bekommen kann. Du solltest mitkommen. Ausgezeichneter Vorschlag. Vielleicht erhalte ich von meinem Erbauer neue Missionsparameter. Triangulation vollständig. Übermittle Ihnen jetzt die Koordinaten. Ich komme mit, aber warten Sie nicht auf mich.
Mein Erbauer braucht sie, Jedi. Okay, wo ist Gudera? Irgendwo am Po der Welt. Gut. Musstest du auch schon Schlammköpfe besiegen? Schlammköpfe. Da zerstört man so komische Dinger am Teich und dann ploppt. Schlotterkopf heißen die nicht Schlammköpfe. Nö, musste ich nicht. Die habe ich nämlich auch nur. Ja, Beine übersehen. Ich habe nur eine einzige Heldenmission offen im Terminal, ansonsten gar nichts mehr. Ja, hoffe ich einfach nur für dich, dass du die schon gemacht hast. Nö, also am Teich irgendwas aufploppen lassen, tatsächlich noch nicht. Also, will mir gerade eben auch nichts im Kopf. Ja, wer ist, vielleicht finde ich die noch oder nicht. Mal schauen. Hier. Melden Sie Ihre Beschwerden. Das kann ich auch verkaufen. Das hebe ich mal auf, das verkaufe ich nicht. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh! Ich habe gerade 10.000 Credits bekommen. Alles klar. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Abgeschlossen, Fortschritt, Taxi. Loot Quest. Kiste. Loot Quest. Meine, die habe ich vorher vor dir gesehen, die habe ich da platziert. Das war dieselbe, die mir schon mal ein Spieler geklaut hat. Bin ich da jetzt richtig? Natürlich nicht. Passt so. Musik.
Ungi, Salamana Tupa. Chiholokto, Chobot I, Kafsto, Andale. Warn dich schon mal vor, es kann passieren, dass wir das Holocron oder dass du das Holocron mit mir später suchen musst. Ich bin ja um 3:45 weg nochmal und komme jetzt abends wieder. Weil ich glaube nicht, dass du so lange hier auf dem Planeten warten willst. Verstehe ja. Ey, ganz ehrlich, kann ich diesen Namen irgendwie sperren bei Twitch? Luna Deprivit. Ich sehe, dass dein Konto gerade erstellt ist. Hör auf zu followen. Das ist schon das vierte Mal mit einem neu erstellten Konto. Meine Güte. Lass es doch einfach sein. Das ist der vierte Luna-Name, der jetzt. Ach komm, ey. Nee. Kindergarten. Ich bin hier, um den Doktor zu retten. Wo finde ich ihn? Sekunda de Jaliska Chanaga. Ich kann aber nicht ihren Hauptaccount. Ja, leider. Dinka Chasa Hoppoma. Ich könnte sie höchstens melden. Ja, das versteckt euch auch noch. Beschützt euren Freund. Ja, dass Kinder einfach nichts zu tun haben, sondern Quark machen müssen. Nee, komm. Das ist... Synapsen vor der PlayStation verbraten oder so. Da muss ich hin. Dann jetzt. Ach, ich muss 30 von den Typsis klatschen. Okay, 3 haben wir schon. Taris-Druiden-Zerstörer. Okay. Wenigstens in der Hauptquest passiert, wo die Gegner auch noch easy peasy sind, ist das kein Problem. Das ist Hauptquest, ja, aber manche stehen hier eben vereinzelt rum. Also das zieht sich dann, wenn die immer nur einzeln rumstehen. Mhm. Oder einfach einmal durchlaufen und von 30. Ah, da kommt der Fahrstuhl schon. So.
stirbt niemand. 30. Na, jetzt stehen so Dreiergruppen, das ist cool. Jetzt so da lang, die will ich auch noch umballern. So. Kein Feind zurückgelassen. Oder am Leben gelassen. Sturmkopfschutz. Ist der gut? Kira. Beherrschung 31, Ausdauer 50, Angriffskraft 20. Da würde der ihre Verteidigung und kritische Treffer wechseln. Wir machen das einfach mal. Die sieht mit dieser Haube seltsam aus. Nein, wir bleiben bei der Haube. Die sieht ja mit dem Ding noch beschissen aus. Von da bin ich gekommen, das ist ein Lootstrahl. Okay. Wächter 1. Gebt auf, Jedi. Ich fürchte, dass wir in diesem Kampf beide verlieren. Dr. Godera wollte sich unter keinen Umständen gefangen nehmen lassen. Er hat sich das Leben genommen. Ein tragischer Verlust. Ihr habt ihn in Bedrängnis gebracht. Was habt ihr denn erwartet? Ich versicherte ihm, dass ihm kein Leid geschehen würde. Doch sein Hass auf das Imperium war sehr unvernünftig. Wir sind bereit dazu, Taris ohne weitere Gewalt zu verlassen.
Ein Waffenstillstand. Werdet ihr annehmen? Ihr habt Verbrechen gegen die Republik begangen. Ich nehme euch fest. Ihr wisst, dass ich das nicht zulassen kann. Seid vernünftig. Im Gegensatz zu den Männern im Außenposten sind wir dazu ausgebildet, gegen Jedi zu kämpfen. Unterschätzt uns nicht. Warten Sie, Jedi. Dieser imperiale Abschaum lügt Sie an. Mein Erbauer ist nicht tot. Ich komme erst jetzt, weil ich eine zweite Triangulation über den Bioscan meines Erbauers durchgeführt habe. Ich dachte, wir hätten diese lästige Maschine zerstört. Nun werdet ihr beide sterben. Ja, ich sterbe! Na dann, wir sehen, wie ich sterbe. Mein erster Kollege ist down. Der zweite auch. Ich sterbe hier. Jetzt hast du es unsichtbar gemacht, der Feigling. Oh, jetzt ist die Spezial. Oh, Mann. So. Okay, ich soll sterben. Ich lebe immer noch. Seltsam. Kritischer Schaden. Schaltkreise versagen. Ich übertrage Ihnen jetzt die neuen Koordinaten meines Erbauers. Retten Sie ihn. Lassen Sie meine Funktionen nicht umsonst den Geist aufgeben. Dein Hauptprozessor und deine Speichersysteme sind intakt. Wenn es einen Weg gibt, dich zu reparieren, finde ich ihn. Imperialer Abschaum. Töten Sie sie alle. Diese Fahrerei. Nicht gerade meine beste Leistung, aber doch zweckdienlich. Erlöschen alle, die neu dazugekommen sind. Dr. Godera ist unverletzt. Er hat ganz ohne Schmerzen das Bewusstsein verloren und ist jetzt in Sicherheit. Wo ich schon mal war. Dieser Trick funktioniert nur einmal. Beim nächsten Mal werde ich vorbereitet sein. Es muss kein nächstes Mal geben. Wir könnten diese Jagd ewig fortsetzen. Doch das wäre Vergeudung von Ressourcen. Ich schlage einen Kompromiss vor. Gebt mir Zeit, Dr. Godera ein Wahrheitsserum zu verabreichen. Wenn er seine Geheimnisse offenbart hat, gehört er euch und wir haben beide, was wir wollen. Ihr habt mich bereits zweimal getäuscht. Es wäre dumm von mir, euch noch eine Chance zu geben. Meine Täuschungen haben nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Jetzt sage ich die Wahrheit. Ich werde Zeit für Dr. Goderas Verhör gewinnen, indem ich euch etwas von großem persönlichen Interesse anbiete. Eine Sith-Attentäterin ist auf Taris und bereitet ein Massaker an einer kleinen republikanischen Siedlung vor. Ich kann euch sagen, wo. Sagt mir, wie ich meine Leute retten kann. Ich kann euch nur den Ort verraten. Wie ihr euren Feind aufhaltet, ist eure Sache. Die republikanischen Kolonisten haben eine Notunterkunft bei einigen Ruinen errichtet. Ich übermittle die Koordinaten. Die Sith-Attentäterin ist als Bestienmeisterin bekannt. Sie wird wahrscheinlich nicht allein sein. Ich rate zur Vorsicht. Viel Glück, Jedi. Okay. Und so geht's weiter. Das ist so leer hier auf einmal. Wo die wohl alle hin sind. Das könnte ich auch mal wieder machen. Alter, dieser Gefährte, ey. Na da. Muss ich warten, bis der Fahrstuhl wieder da ist. Tschüss.
hier, nicht hier, nicht hier. Hier. Nein. Hier. So. Hehe, jetzt bin ich zu viert unterwegs. Das war nicht so geplant. Da ist er. Der hat 342.000 Leben und ist Stufe 21, Darko. Na gut. Ich glaube nicht, dass ich mich mit dem angelegt habe. Das hätte mir zu lange gedauert. Der Avtaris hast du dich auch nie mit dem angelegt. Das wäre dir definitiv aufgefallen. Das ist das größte Monster hier drin auf dem Planeten. Was ist das? Was ist das denn? Er fordert Plünderung 80, okay. Sag mal, lässt du mich mal jetzt hier hoch? Hier ist was, Captain Raider Kanik. Mit dem habe ich noch nicht gesprochen und der hat eine Quest. Ich bin wenigstens nicht der Einzige, der was vergessen hat. Die wurde mir aber auch noch nie angezeigt bisher und ich bin bei dem schon oft genug vorbeigefahren. Wie gesagt, das hängt mit der Hauptquest immer zusammen. Manche werden das frei, wenn du in der Hauptquest so und so weit bist. Oder das und das gemacht hast, entdeckt hast. Blablabla. Was muss ich sonst noch wissen? Okay. Beendet eure Mission und ehrt so das Opfer, das eure Staffel erbracht hat. Ich werde nicht lange dafür brauchen. Oh shit. Naja. Totale Auslöschung. Ja, komm, machen wir erstmal die Nebenquest. Da machen wir erstmal die. Warte mal, da kann ich mich doch hin tippen. Draußen die.
Der weg vor mir, der Hund. Hier war ich doch schon. Okay, ich war an dieser Questreihe schon. Letzte. So, Dark, was wolltest du vorhin? Hat er irgendwas gesagt, dass ich die jetzt zum Anfang schon hatte? Ob das eine wiederholbare Quest war? Oder Helden 2, ja, steht jetzt da. Aber die wurde mir auch in diesem Terminal nicht angezeigt. Das ist ganz seltsam, aber ich habe die zum Anfang schon gemacht, wo ich hier gelandet bin.
weil wenn die wiederholbar ist, ist es ja so eine Helden-Plus-2-Mission und die nimmt man ja alle mit diesem komischen Terminal an. Kannst du auch mit Gesprächspartnern, die ich heute mitgekriegt habe, annehmen. Ja genau, wir beide haben sie halt alle über diesen Terminal angenommen. Natürlich kannst du sie auch nochmal über die Gesprächspartner. Ich sage ja, die müssen das markieren, ob man die schon mal hatte oder nicht. Sicherheit hier fest. Ja. Naja, was soll's. Gerade überhaupt nicht gesucht habe. Ja, merkt ihr, wo es ist. Fette Mecha-Droide. Ach, das war die wunderschöne Mission. Ja.
gab es wieder ein paar Geschenke, schön. Oh, die Hose ist besser als meine. Verteidigungswert minus 6, dafür 13 Angriffskraft wird ausgerüstet. So. Kira, für dich habe ich dann also auch wieder neue Sachen. Deine Hose, du hast ein Beinkleid. 33 Beherrschung, 38 Ausdauer. Okay, Beherrschung würde ein bisschen runtergehen, alles andere ein bisschen hoch. Wie sieht die Hose aus? Können wir so lassen, ne? Gürtel 21 Beherrschung, 20 Ausdauer. 27 Beherrschung, 17 Ausdauer. Plus 6 Verteidigung. Tauschen wir auch aus. So. Genau. Was? Weedy. Ich habe jetzt jeden einzelnen Gegner hier drinnen weggeballert. Mann, Mann, Mann. Gut, ich werde mich jetzt hier aber kurz hinsetzen, ne? Eine kleine Pause machen, ne? Und bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, Tiller, Dropstar.